Oh, jetzt geht's los. Oh. Er hat eine Acne-Mütze schon an. Und ein Off-White-Shirt, oder? Oh, und Balenciaga Triple A. Oh, das ist gut. Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Mit dabei ist heute der langweiligste Charakter auf ganz YouTube. Kilian Jonas wieder mit dabei. Guten Tag, hallo. Wir sind wieder hier mit unserem repetitiven Scheißformat. Wie viel ist dein Outfit wert, Reaction, meine Freunde? Die letzten Videos kamen so dermaßen gut an und sind so einfach produziert, dass ich mir dachte, machen wir das einfach fortlaufend. Heute mit der Millionärskids Edition. Richtig, meine Freunde, denn heute wird richtig gut Geld rasiert beim Mahan am Kanal. Ja, Mahan auf jeden Fall hier schon mit einem 7-jährigen Jungen. Mahan auf jeden Fall der König des Outfit-Prize-Checkens. Ich würde sagen, wir fangen an, oder? Go! Auf geht's, Bro. Vorab möchte ich mich bei euch auf jeden Fall bedanken, denn ich will mich auch bei dir bedanken, Bro, dass ich den ganzen Content mit dir machen kann. Ehre. Wir haben schon Anfang des Jahres geschafft, die Aufmerksamkeit von... Ich schwöre, er ist immer wieder ein sympathischer Typ. Er ist wieder so ein sympathischer Typ. Weißt du, was ich meine? Was hast du denn hier so alles an, Digga? Also, Bruder, meine Schuhe aus dem Kosovo-Urlaub, 20 Euro. Bester Mann, okay. Das war so ein NND. Die sind aber richtig, richtig schlecht gefaked. Ach so, das sind Fakes. Ich kenne die Originalen gar nicht. Er hat gesagt, also Kosovo-Urlaub. Ja, sie sehen aber, ich wollte gerade sagen, weil sie sehen gut aus eigentlich. Sie sehen gut aus, aber okay. Meine Hose vom Berg, ich glaube 30 Euro. Okay. Geht klar. Dann so eine Adidas-Jacke. 40. Meine Jacke 920. Das finde ich halt so krank, dass die Jacken so teuer sind, ne? Ja. Was ist denn unter der Jacke? Ein ganz normales Nike-T-Shirt. Ein ganz normales Nike-T-Shirt. Ich fand das jetzt bis jetzt noch nicht heftig. Also ist jetzt halt kein Millionär, der Junge, ne? Nee. Ich weiß nicht. Oh, jetzt geht's los. Oh. Er hat eine Acne-Mütze schon an. Und ein Off-White-Shirt, oder? Oh, und Balenciaga Triple A. Oh, das was? Ist gut. Ja, du hast wieder dein Outfit an. Balenciaga Triple S mit Balenciaga Off-White Shirt. Okay, Digga, hau mal raus jetzt. Was kostet das schon? Wie alt? Digga, wie alt ist dieser Junge? Der ist 7, oder? No joke. Ich bin der Meinung, dass er vielleicht gerade in die erste, zweite oder dritte Klasse geht. Der ist auf jeden Fall noch in der Grundschule. Ja. 100%. Und jetzt merkt euch diese Worte, die er sagt. Er ist in der Grundschule. Und jetzt guckt mal, wie viel sein Outfit kostet. 650 habe ich hier gekauft, aber jetzt sind sie 1000 wert. Okay. Socken 85 Euro für Socken? Guck mal, er hat Balenciaga. Bro, diese Schuhe die sind viel sehr zu groß. Behässlich einfach. Viel zu groß. Das sieht aus wie ein orthopädischer Schuhjunge, als hätte der eine Fehlstellung seiner Beine, die damit korrigiert werden müsste. Und viel zu groß. Du kannst doch nicht als 8-Jähriger sowas rocken, Alter. Was ist denn das? Was für eine Schuhgröße hattest du mit 8 Jahren? Steht da, ist das 40? Ist das die Größte? Steht die da drauf? Ja. Nein. Doch. Das sind doch nicht seine Klamotten, die hat der von wem anders. Das sind nicht seine Klamotten, das kann nicht sein. Was hat der für Füße, Junge? Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Aha. Aber ich bin der Meinung, dass die Schuhe ab 40 erst losgehen. Es gibt die auch für Frauen, aber ich glaube, die Herrenmodelle gehen erst ab 40 los, aber Balenciaga ist immer, sag Findest ich mal... Findest du die schön? Nee. Siehst du. Balenciaga-Hose Weekday 50? Ja. Balenciaga-Hose von Weekday für ein 50? Hä? Macht gar keinen Sinn. Nee. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich müsste eine Balenciaga-Hose von Weekday für ein 50er. Erstmal eine Balenciaga-Hose. Gibt's da eine Kollabo? Nein. Niemals. Vor allen Dingen halt nicht für 50 Euro, Bro. Niemals. Und dann nicht bei Weekday. Das niemals. Passt ja auch gar nicht ins Modell von Weekday. Passt überhaupt nicht. Kein Sinn, okay. Okay, vielleicht haben wir was nicht mitbekommen. Aber bis jetzt alleine schon Schuhe, Socken. Schuhe 650. Die Socken 85. Die Hose in Fuffi, der hat alleine schon jetzt untenrum 700 Euro an. Ja. Und die Jacke in 1000 hat er gesagt. Jacke 700. Nee, 700. 700 die Jacke, okay. 700. Off-White. 420. 420 Euro für ein Pullover, Alter. Und eine Mütze 120. 120 für diese Mütze, Alter, Bro. Ich feier ja Acne oder Acne oder Acne. Ich weiß es heißt Acne, die Leute haben Acne. Unter meinem Video Acne. Kommentiert, okay. Dass es heißt du recht Acne. Hast. Es heißt Acne, ja. Siehst du, also. Ich feier Acne als Marke wirklich, weil die haben außergewöhnliche Sachen. Und ich finde... Boah, ich kotze gleich, Alter. Ich finde diesen Patch, auch wenn er so simpel ist, trotzdem cool. Ja. Ich finde ihn cool, es ist ein cooles Ding. Es ist nichts Außergewöhnliches, aber es sieht cool aus. Aber 120 Euro für eine Mütze, tut mir leid. Da muss man sich wirklich fragen, was ist mit den Eltern dieses Kindes los? No joke. Wirklich jetzt. 120, der flext noch weiter, Mann. Der hat da drunter, noch ein T-Shirt, ein Gürtel und noch eine Rolli hat der an, Alter. Da bin ich jetzt mal gespannt. 100 oder 120? 120 T-Shirt Mit 8. Mit 8. Mit 8. So, und jetzt hauen wir mal mein kurz. Mein erstes Auto hat weniger gekostet als das, Mann. Digga, das ist... Mann, so. Der ist 8. Der ist 8 Jahre alt, Alter. 120 Euro für eine Mütze, Bro. So, und ich sag dir jetzt mal was. Ich muss jetzt, weil wir das bei dir machen, das nutzen. Und das ist das Problem, wieso wir in Deutschland dieses fucking Problem mit Mobbing haben. Wenn so ein Junge in die Schule kommt, weil manche können sich das nicht leisten. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wirklich Schuluniform in Deutschland verdammt wichtig ist. Weil wegen so einer Scheiße...
Ganz ehrlich, ich gönne es ihm. Aber wegen so einer Scheiße werden Leute, die sich das nicht leisten können, gemobbt, fertig gemacht und so. Ich finde das verantwortungslos. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns in der Schule gab es damals auch diese Diskussion so. Wir hatten auch voll viel Trouble. Bei uns war es immer G-Star, Replay, so diese ganzen Marken. Es gab diese Puma-Schuhe mit diesem Fächer. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, klar. So musste jeder halt haben. Es gab natürlich auch Leute, die da mitgezogen sind. Keine Ahnung, ich habe mir Teile davon gekauft, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte davon auch Teile. Habe aber nicht komplett diesen Film mitgefahren. So erstmal, weil ich gesagt habe, ich will meinen Eltern halt nicht diesen Kosten auferlegen. Und zweitens, weil ich einfach der Meinung bin, dass es unnötig gewesen ist. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher als Schüler natürlich auch gegen Schuluniform, weil ich will individuell sein und bla 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 bla. Aber ganz ehrlich, wenn es doch wichtige Probleme löst. Eben. Es sind Klamotten. Das Problem ist, es ist ja nur noch schlimmer geworden. Zu unserer Zeit gab es noch nicht das Internet. Heutzutage. Zu unserer Zeit gab es keine Mütze für 120 Euro. Ja, aber da waren Schuhe für 100 Euro, war top notch, Maximum. Aber das Internet macht das halt viel, viel schlimmer und deswegen bin ich der festen Überzeugung, zumindest in den unteren Klassen zur 5., 6. Klasse. Ja, richtig, genau. Finde ich verdammt wichtig. Ja, weil dann hört es irgendwann auf und man lernt dann. Genau. 235. Ja, da war es einfach vorbei. Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat. Reicht aber jetzt auch. Da kommt der nächste, 10-Jähriger um die Ecke. Weißt du, was ich bei ihm feiere? Bei ihm als Umfrage-Dude, aber bei diesem Mahan. Er geht nicht hin und bewertet nicht. Er sagt nicht, yo, ganz ehrlich. Voll fresh. Er geht nicht Herrenstyle. Ja, richtig, genau. Er geht halt hin und geht ganz objektiv hin, fragt, yo, was kostet es? Bla, 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 bla. Und macht es einfach und sagt nichts dazu. Ja. Weißt du, was ich meine? Fand ich beim letzten, den wir letzte Woche angeguckt haben, fand ich das auch extrem gut. Finde ich stark, muss ich sagen. Hey. Danke. Ich bin jetzt gespannt, was die Sachen, wo die Sachen sind. Hau mal raus, die. Meine Schuhe haben 80 Euro gekostet. Geht die klar. Die finde ich sauschön. Finde ich sauschöne Schuhe. Geht klar. 80 Euro für Schuhe. Ist zwar viel Geld, aber kann man immer noch machen. Aber bei mir war es damals so, ich musste halt die Schuhe, wenn ich die damals bekommen habe mit 10 für 80 Euro, ich musste die halt auch ein halbes Jahr mindestens tragen. Bro, ein Jahr, Alter. Oder halt ein Jahr. Hose hat 12 gekostet. Von wo? Ich glaube H&M. Geht klar, Digga. Warum nicht? Okay, deine Jacke. Meine Jacke habe ich von C&A 40 Euro. Voll in Ordnung. Cap habe ich von JD 20 Euro. Was hast du darunter an? Jetzt kommt's, Gucci Gang. Für 6 Euro. Okay. Meine Heimschuhe habe ich für 2 Euro. Geil. Stabil. Also, Fersan hat auf jeden Fall nicht viel Geld für dein Outfit ausgegeben. Aber es matcht. Der ist heftig, der Typ, Alter. Guck mal, komplett olivgrün, die Schuhe olivgrün, ja, die Blue Jeans dazu, die Kappe. Ich hätte vielleicht nicht noch olive Schuhe, weil da oben rum schon viel Oliv aber das ist meckern auf hohem Niveau, weißt du, ich meine, der Junge ist 10, Alter. Für das Alter, Respekt, Mann. Das hat er sich wahrscheinlich selber zusammengestellt. Ja, geil. Finde ich cool. Ja, Mann. Zahlt der jetzt deine Mutter oder selber? Deine Mutter. Aber ist ja voll normal, Alter. 157 Euro, das ist geil. So würde ich es mir wünschen, Mann. So würde ich es mir wünschen, ohne Witz. Also ganz normal, schlicht und es passt gut zusammen. Digi, Amir, hau mal raus. Jetzt geht's los. Eine Jacke. Ja. Was kostet die? So 150 Euro. Von wo hast du die gekauft? Bestellt, vom Internet. Okay. Dein Pullover von Supreme. Ja. Hau mal auf einmal richtig so. Von wo hast du den? Ich habe bestellt. Wie teuer hat er gekostet? 200. 200? Ja. Ist der Original 100%? Ja. Stabil. Aus welchem? Say what? Ja, ist der Pullover? Ich glaube, es ist 17 Euro. Okay. Stabil, Digga. Ja. Kommen wir mal zu deiner Jeans. Also 50 Euro. Deine Schuhe sind echt fresh. Was sind das? Wenn die real sind, dann sind die auf jeden Fall. Was haben die 500 aufwärts. Also 180. Niemals. Cooler Style. Wenn er sie direkt bekommen hat, wo die rauskam, kann es sein, aber mittlerweile sind die... Ich finde es halt so krank, dass Schuhe einfach Wertanlage sind. Voll. So geisteskrank. Dicker, Alter. In Amerika ist ein Typ durch Sneaker kaufen und verkaufen Millionär geworden. Ist halt einfach moin, so. Moin, Alter, was geht ab, Digga? Willst du sowas in die Kamera sagen? Nee, danke. Nochmal, danke dir. Ist in Ordnung. Also finde ich jetzt ganz ehrlich meine Meinung. Oh mein Gott, Kilian, warte. Kilian, jetzt kommt dein Freund. Schau mal raus, Digga, was kostet dein Pullover? 800 Euro, wow. 800 Euro für ein Pullover. Krass. Supreme x Louis Vuitton. Wenn der real ist. Sieht aber auch nicht mal geil aus, muss ich sagen. Ja, schaut aber real aus und das ist halt das Traurige. Mach mal richtig auf, zeig aber mal richtig. Aber 800? Ich dachte, da bist du auf jeden Fall über 1000, bist du da am Start. Für ein Pullover, Bro. Ja, das ist Kollabo mit Louis Vuitton, weißt du? Das ist so heftig, ich will weinen, Mann. Supreme x Louis Vuitton, stabiler Pullover. Nice, sei dir gegönnt. Ist der Original 100%? Ja, klar. Wo warst du denn? Kanada. Hä? Aus Kanada. Kanada, ja. Okay. Aber es ist halt unmöglich, dass der auf
Für 800, niemals. Ich habe da keine Ahnung, ich bin bei 800 Nein, schon geschockt, Alter. Für 800, niemals. Ich bin jetzt schon geschockt, Mann, Eine Jacke. So, nein. Das ist ein aber eine dezente, Ja, ja. Nicht diese mit diesem fetten Flex. Ja, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, mit dem Hoodie macht die Jacke dann auch nicht mehr. Okay, sagen wir mal so, wenn die Original ist, 400, 500 Euro. Ja. Okay. Deine Hose, in welcher Marke? Zara. Zara. Ist cool. Ja. Finde ich cool. 50. Ja, war im Sale, Kumpel von mir hat sich für einen 10er gezogen. Was kostet der denn? 180. 180. Deine Schuhe? 50. Was war das? Balenciaga Speedrunner? Ja, ja, doch. Ey, ganz ehrlich, ich will nur noch den Preis sehen und mich aufregen, Alter. Hier, komm, zeig. Bam, bam. Was kostet das? 2000 Euro, Alter. Jungs, Mädels da draußen, ne? Kleidet euch cool, kleidet euch so, wie ihr wollt. Aber bitte tut mir den Gefallen, tut euch den Gefallen, tut euren Eltern besonders den Gefallen. Geht nicht hin, forciert nicht dieses Markendenken. Schau, das sind auch keine Markenklamotten hier, glaube ich, gerade, oder? Schau mal, den Pullover hier, der hat 50 Euro gekostet. Meine Hose ist von Zara, kostet 50 Euro. Das ist von H&M, kostet 5 Euro. Ja. Okay, meine Schuhe Ultra Boost hier kosten 180. Ja, aber selbst das wenn. Ich die Schuhe in Ordnung. Genau, schau, weißt du, Digga, meine Schuhe, die hier, die kosten, glaube ich, 80 Euro. Diese und wie lange hast du die jetzt schon? Die Arc-Schuhe habe ich jetzt ein Jahr schon. Anderthalb sogar. Und die halten immer noch. Also ganz ehrlich, Leute, lasst euch da nicht zu sehr reinreden. Geht nicht hin und forcierst auch nicht so viel. Ohne Witz. Ich glaube, ja, Kilian, Mann, wir können uns gar nicht mehr aufregen, als wir es jetzt schon aufgeregt haben. Das war's von diesem wunderschönen Video. Checkt auf jeden Fall bei Kilian aus. Dann nehmen wir jetzt auch noch ein heftiges Video auf. Kilian, ich würde sagen, das war's. Das war's, Freunde. Ciao.